Hallo Leute, ich mache heute wieder ein Video zur Lenas Make-up Basics Serie. Und zwar geht es diesmal um Eyeliner und viele von euch wissen bestimmt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Eyeliner gibt. Deswegen habe ich jetzt mal drei hier. Das ist einmal ein Liquid Eyeliner. Ich erkläre euch erstmal die Unterschiede. Das ist ein flüssiger Eyeliner und der hat so ein kleines Pinselchen hier vorne dran. Und der macht eigentlich eine sehr schöne Linie. Mit dem ist es aber meiner Meinung nach relativ schwer, als Anfänger einen schönen Eyeliner-Strich aufzutragen. Dieser hier ist jetzt von Zu Eva und ist braun. Der Klassiker ist natürlich schwarz. Dann gibt es noch diesen Stift, das ist wie so ein Filzstift. Das hier ist jetzt der Superliner Perfect Slim von L'Oréal Paris. Und der ist vorne wirklich, hat eine ganz, ganz dünne Spitze. Und mit dem lässt sich das auch ganz schön eigentlich auftragen. Das ist der auf dieser Seite hier. Und dann habe ich noch einen Gel-Eyeliner. Der ist in so einem kleinen Töpfchen. Der ist von Maybelline. Und den habe ich früher sehr oft benutzt. Für den Gel-Eyeliner braucht ihr allerdings auch noch einen Pinsel. Hierbei war, glaube ich, auch einer dabei. Aber den habe ich irgendwie verloren, wie auch immer. Und dann geht man eben mit diesem Pinselchen rein und trägt das hiermit auf. Hiermit kriegt man auch einen schönen Eyeliner hin. Das ist jetzt dieser hier. Der ist nicht so tiefschwarz dann im Endeffekt. Und es wird meiner Meinung nach oft eine dickere Linie. Also meiner Meinung nach empfiehlt sich, besonders für Anfänger, so ein Filzstift-Eyeliner, nenne ich ihn jetzt mal. Und damit trage ich mit euch zusammen jetzt mal einen Eyeliner auf. Also viele ziehen ihr Lid so nach hinten. Das mache ich nicht, weil meiner Meinung nach wird dann der Eyeliner nicht so schön. Zählt mal bitte, wie oft ich in diesem Video sage, meiner Meinung nach. Das ist echt, das fällt mir jetzt schon auf. Naja, okay. Also ich nehme diesen Filz-Eyeliner von L'Oréal und ich fange immer außen an. Und dann versuche ich so nah am Wimpernkranz wie möglich eine Linie zu ziehen. Wenn ich dann so in der Mitte bin, finde ich es immer so ein bisschen schwieriger und deswegen fange ich dann von vorne an. Und ein ganz einfacher Trick, den ihr machen könnt, ist einfach nicht komplett eine Linie durchziehen, sondern den einfach immer so seitlich anzulegen und den so von der Seite malen zu lassen. Und das muss dann auch nicht direkt perfekt sein, aber so kriegt ihr schon mal eine dünne Linie. Und jetzt malen wir das hier vorne noch. Verbinden wir das noch. Und jetzt ist es noch ein bisschen ungenau, sieht aber schon nicht schlecht aus. Und dann male ich einfach noch einmal komplett drüber. So, und jetzt haben wir einen dünnen Eyeliner gezogen. Der ist jetzt ohne Wing. Ich mache meistens keinen Wing. Wenn ihr einen Wing machen wollt, zeige ich euch mal, wie es geht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt eine imaginäre Linie von dem Augenaußenwinkel zum Ende eurer Augenbraue und macht da einfach einen kleinen Strich. So, je länger der Strich ist, desto größer wird der Wing. Und dann verbindet ihr das obere Teil vom Wing, also das Ende quasi, mit eurer Eyeliner-Linie. So, jetzt habt ihr so eine Art Dreieck und das füllt ihr einfach noch in der Mitte aus. Dann könnt ihr noch so ein paar Sachen korrigieren, was euch nicht so gut gefällt. Hier nochmal den Übergang so ein bisschen. Ja, und jetzt ist es eigentlich fertig. Ihr könnt es entweder so lassen oder ihr könnt den Außen noch ein bisschen breiter machen.
Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das heißt, ihr fahrt quasi vom Ende des Wings noch weiter hier in die Mitte rein. So. Das ist jetzt eben schon deutlich auffälliger. So sieht es aus bei geschlossenem Auge und so, wenn ich es offen habe. Wie gesagt, ich mache meistens kein Wing und mache das ganz dezent, eine ganz dünne Linie, so wie ich es am Anfang hatte. Aber das ist euch überlassen und ihr könnt auch gerne mal mit den anderen Eyelinern ausprobieren. Ich finde so einen Filzstift einfach am einfachsten und das ist super zum Üben und Eyeliner ziehen ist einfach eine Übungssache. Ich habe es am Anfang auch nicht direkt hingekriegt und das kriegt ihr schon hin, probiert es aus. Guckt euch das Video vielleicht nochmal an, wenn ihr es nicht ganz hinkriegt. Ich mache jetzt noch das zweite Auge und dann sehen wir uns wieder. Ich habe das andere Auge jetzt auch noch gemacht und habe meine Wimpern oben getuscht. Und jetzt sind wir auch schon fertig mit dem Eyeliner und es ist wirklich total einfach. Ihr müsst nur ein bisschen üben und ich habe euch ja auch ein paar Tricks verraten und ihr kriegt das auch hin. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich euch helfen konnte. Und ob ihr es lieber so dünn und dezent mögt oder ob ihr auch gerne so ein bisschen einen breiteren Eyeliner macht, wie ich jetzt und mit Wing. Und ja, dann ist das Video hiermit beendet und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss! Auf dieser Seite seht ihr, wie man Lippenstift richtig auftragt. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps, noch mehr als bei diesem Eyeliner-Video. Und bei diesem Video hier seht ihr, wie ich jetzt noch meine Augenbraue mache. Die sind nämlich noch nicht gemacht. Und auf was ihr achten müsst. Und ja, ich hoffe, ihr guckt euch diese beiden Videos noch an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!